Heute hat Kaiserslautern gegen Fortuna Düsseldorf im DFB-Pokal 2:5 verloren. Eigentlich muss ich dazu sagen, wäre Düsseldorf nie so weit gekommen, aber sie haben ja aktuell leichte Gegner gekriegt. Willingen aus der 5. Liga. Nichts gegen Düsseldorf, aber ich wollte es ja nur sagen, die wären wahrscheinlich nicht so weit nach oben gekommen. Dann gegen Erzgebirge, die ja eigentlich relativ gut sind, aber sind halt da nicht gut gewesen. Und jetzt Kaiserslautern, die haben eigentlich sogar gut angefangen. Erstmal haben die zurückgelegen, dann haben sie aber direkt einer Minute später direkt ein Tor gemacht. Dann hat Kühlwetter noch in der 39. den Elfmeter-Tor gemacht. Thiele musste ja raus, der ist auch ziemlich wichtig. Dann hat Hensing in der 49. ausgeglichen, Zimmermann in der 65. geführt, 78. Hensing nochmal ein Tor gemacht und in der 53. Stöger nochmal das Dings gemacht. So sieht es aktuell aus. Leipzig hat auch verloren, sind auch raus. Werder Bremen gegen Dortmund steht aktuell 2:0 für Werder Bremen. Berlin gegen Schalke steht es aktuell 0:2 für Berlin. Wenn bei Dortmund wahrscheinlich das Wunderkind nicht reinkommt, könnte passieren, wird aber wahrscheinlich nicht. Dann wird es wahrscheinlich für Werder Bremen gut aussehen, wo ich dann echt verwundert wäre, wenn die wahrscheinlich weiterkommen als 16. Da habe ich mich auch schon gewundert, dass der 17. weiterkommt. Und mich hat schon gewundert, dass Kaiserslautern überhaupt so weit kommt. Aber gut, gleich auch bei den 2 Viertligisten. Aber ich fände es schön, wenn die Viertligisten weiterkommen, weil dann würde man sehen, dass Viertligisten nicht halb Viertligisten sind. Dadurch hat Kaiserslautern halt erst 7-mal verloren, 5 von den Schienenspielen 1-mal gewonnen. Ja, letztes Mal hat Kaiserslautern, oder das erste Mal Kaiserslautern, 2015, aber ja, Bruder.